Und es geht auch schon weiter mit Let's Play Super Mario Land. Ja, im letzten Part haben wir ja Welt 1 abgeschlossen. Jetzt kommt Welt 2. Und ja, hier sind grätige Fische, die nach oben schwimmen. Hier muss man ein bisschen tricky sein, wenn man alle Münzen bekommen will. Und zwar muss man hier hoch, dann so, dass man die zwei dann noch bekommt. Dann die unten holen. Nach oben springen. Dann noch die holen. Und dann hat man alle. Wir haben ja immer noch die Feuerblume. Hier wäre auch eine, aber die brauchen wir ja in diesem Fall noch nicht. So. Okay, hier kann man auch eigentlich relativ einfach durchjumpen. Und hier. Ich bin gerade etwas vorsichtig, denn hier, da will ich den Stern gar nicht. Und ich will ihn gar nicht so ausnutzen, wie ich das normalerweise getan hätte. Weil es gar nicht doof gewesen wäre, wegen diesem Viech. Was nämlich echt mies ist. Geschafft, aber das hat mir auch schon ein paar Mal echte Schwierigkeiten bereitet. Haben wir auch immer noch. Momentan ist das Spiel jetzt noch nicht so schwierig, dass ich sagen würde, wir schaffen das nicht. Aber ich glaube, das wird es noch. So, okay. Sein und dann ging das. So, und jetzt hier. Ich sage jetzt hier mal ganz kurz. Ich möchte das nämlich immer am besten, also am liebsten schon schaffen. Aber hier muss ich, glaube ich, mit dem Sprinten arbeiten. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Okay. Man soll sich nicht immer selbst verurteilen. So schlecht ging das ja jetzt gar nicht. Ja, okay, das war jetzt blöd. Die hatten wir ja schon. So, okay. Komischer Roboter. Hier probiere ich mal was. Gut, das geht. War ich mir nämlich nicht sicher. Da können wir wieder runter. Das ist wieder das gleiche Spiel. Mit den ganzen Münzen. Nehmen alle mit. So, ja, okay. Das war jetzt natürlich. Aber wir haben schon 13 Versuche. Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon mal gestorben sind. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Okay, das war jetzt beinahe sogar knapp. Und weg. Achso, die tun ihre Köpfe so ausfahren. Ist ja auch gemein. Vor allem hier, wenn man da mit oben drauf ist. Und ich habe das Gefühl, dass hier was Wichtiges ist. Steuerung ging gerade. Tut mir jetzt leid. Skill. Wirklich nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich das rauskriege, wenn ich so mache. Bin ich gestorben. Werde ich wahrscheinlich jetzt auch öfters hier.
trotzdem viel gut. Oh. Ach komm. Das ist echt gemein, muss ich euch sagen. Da kann man gar nichts machen, wenn einfach die Steuerung nicht das tut, was man will. Boah. Da dachte ich jetzt wieder, das wäre mein Tod. Da wäre ein Block gewesen, wo ganz viel rauskommt. Aber wir haben ja nicht unendlich insgesamt Zeit. Ja, okay, das läuft, da ist das Level auch schon zu Ende. Ja, das werde ich nicht schaffen hier. Kannst ja mal probieren. Komm schon gar nicht da hoch. Nee. Das lasse ich mal. Wir sind jetzt hier ein paar Mal gestorben. Meistens wegen der Steuerung, also das ist echt mies. Was? Ah, okay. Und da muss man anscheinend, glaube ich, nicht mal eine Feuerblume haben, um schießen zu können. Wir sitzen in einem U-Boot. Das gefällt mir. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass da auch noch sehr gemeine Sachen kommen. Ich glaube, sie ist alle erledigt, aber das war eigentlich keine Absicht. Also ich mache hier einfach einen auf MG und halte einfach hier das Schießen gedrückt. Die Qual ist auch nicht ganz ohne. Aber ja. Ich will sie gar nicht treffen, ganz ehrlich. Denn die erscheint mir gefährlich und wir sind hier in... Ich wäre waren ja klein. In Level 3 von 2 und deshalb müsste hier der Endboss sein. Toll, schwimmen die schon unterschiedlich. Ja, so viel zum Thema eben nicht schaffen. Und ich habe hier noch gar nicht. Oh, sorry. Ja, auch schon wieder klein. Mario. Ich kann gar nicht, ich bin gerade ziemlich aufgeregt. Ja, jetzt kommt der Bus weiter. Und ich habe den Pilz verpasst. Die fällt mir ja auch mal so gar nicht. Boah. Aber wir haben es geschafft. Vorgespult. Es ist wieder das gleiche hier. Und wir bekommen nur 1. Aber immerhin noch 10. Ja, gut. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, mein Mauszeiger war jetzt nicht im Bild.